Und für den Gesang, für die Morgenstunden. Danke, Herr, für diesen Platz hier, eine Möglichkeit, wo wir frei uns versammeln können, wo es weitergeht. Und es ist nicht selbstverständlich, dass Leute bereit sind, Geschwister bereit sind, ihre Zeit. Was haben sie noch? Ihr Wissen. Und das Dritte ist, die Mittel einzusetzen für den Herrn. Und was machen wir aus unserer Zeit, Mittel und unser Wissen? Aber bevor wir anfangen, lasst uns zum Herrn gehen und die Stunde Gottes Segen legen. Herr Vater, ich möchte auf uns wiederkommen und Dank sagen für die Gelegenheit, hier zusammen zu sein, dein Wort zu studieren und darüber nachzudenken, wie es damals und heute ist. Herr, führe du es, dass wir die Ausrichtung bekommen, auf das Ziel hinzuschauen mit dir, Herr. Dass du wiederkommen kannst, dass dein Arm der starke Arm ist. Lenke es und leite es und sei du bei uns, wie du es verheißen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schade, dass nicht mehr Kinderchen da sind. Ich habe einen Film dabei, der... Jetzt kommt jemand. Ja. Dann warten wir noch ein bisschen mit dem Film. Erfahrung ist unser Leben und heute Nachmittag, wenn es ein bisschen schwer ist und man müde wird, dann sind doch Erfahrungen etwas, was bleibt. Auch ein Gebetsanliegen. Wir haben momentan eine Erfahrung. Gestern vor 4 Wochen kam in München die Ablehnung der Genehmigung für eine Realschule. Heute in München das 5. Mal einen Anlauf machen, eine Realschule gründen. Wir haben eine Grundschule in München seit 96, 1. bis 4. Klasse. Und gestern vor 4 Wochen schriftlich kam eine Ablehnung. Gestern vor 2 Wochen war ein Zoom-Termin mit der Sachbearbeiterin und Vorgesetzten von der Regierung von Oberbayern über die Realschule, die Begründung, warum sie es ablehnen. Als ich dazu kam, um 11 Uhr, war noch ein weiterer Herr dabei, ein Herr Huber, der für ganz Bayern zuständig ist für die Realschulen. Und als er mich gesehen hat, sagt er, Hermann, Sie kenne ich Sie ja, vor 5 Jahren waren Sie bei mir und er hat gegenüber eine Baustelle gehabt und hat gesagt, ich kenne Sie noch, weil Sie damals gesagt haben, oder ich gesagt hätte, das, was die machen, würde ich auch machen, abbrechen, so Häuser abreißen und sonstiges. Und dann hat er einfach einen Bezug, 5 Jahre lang hat er es nicht vergessen. Immer wenn er auf die Baustelle sah, hat er an mich gedacht und hat gesagt, schön, dass ich dabei bin. Und da war das Eis schon halb gebrochen. Und beide, die Sachbearbeiterin, eine junge Frau und ein Chef von ihr, wollten immer noch nicht, dass sich was ändert. Nein heißt Nein. Wenn eine Behörde schriftlich Nein sagt, dann ist es schlecht, wenn man wieder was anderes macht, oder? Und der Huber hat gesagt zu ihnen, der war der Chef von diesen beiden, dass sie uns nochmal die Gelegenheit geben sollen. Und gestern kam ein Schreiben, dass wir bis Dienstag den Ordner abgeben müssen, mit allem schriftlich nochmal zusammengestellt. Den Antrag, den Lehrerkanon, den Stundenplan, Führungszeugnisse, Verträge der Mitarbeiter, Finanzen und so weiter. Und am Dienstag sollen wir es abgeben und dann werden sie darüber entscheiden. Ich habe ihnen gesagt, wenn sie Ende August entscheiden, reicht es auch noch. Am 12. September geht die Schule los, der Herr führt es. Und sie sollen sich Zeit lassen. Können wir heute noch mit Gott Erfahrungen machen? Kann Gott heute, auch wenn es Nein schriftlich, habt ihr schreiben, warum sie abgelehnt haben, die Realschule. Und der hat es gewendet. Ob es jetzt durchgeht, Gott weiß es. Gestern vor zwei Wochen war dieser Zoom-Termin. Und gestern kam ein Schreiben, es sind alles schriftlich einzureichen, nicht nur per Mail, sondern auch per Papierform. Und es liegen an Dingen, die man nicht verstehen kann. Wenn eine Lehrerin ein Staatsexamen hat, ist sie deswegen schlechter, als wenn ein Lehrer 2 Staatsexamen hat. Lehrer sollten 2 Staatsexamen haben. Und viele Lehrer haben nur eines. Wo ist der Unterschied?
Und ist der Mensch deswegen nicht so gebildet oder wissend wie einer mit einem Staatsexamen, das muss man erstmal verstehen. Und wenn wir nicht mehr Lehrer haben, als mit 50% der Lehrerschaft, 11, 12 Lehrer sind es, und davon muss man die Hälfte mit 2 Staatsexamen nachweisen. So ist die Behörden, die Auflagen. Und was machst du da? Und bin gespannt, wie es der Herr führt, ob wir dann von der 5. bis 10. Klasse eine Realschule haben dürfen, sodass unsere Kinder, die nach der 4. Klasse in weltliche Schulen gehen müssen, dann bis der 10. gehen dürfen. Und das ist schon eine Gnade. Jetzt sind ein paar Kinder da. Jetzt wollen wir mal einen Film anschauen über Entchen. Und da steht irgendwas drüber mit einer Überschrift Never Give Up. Wenn wir es mal sehen dann, ja. Und es war so bezeichnend, wie es den Tieren geht. Mal volles Bild. Die Mama steht oben und die Küken wollen hinterher, oder? Jungs in der ersten Reihe wollen wir auch hinterher manchmal. Wenn einer voranläuft, wollen wir gleich hinterher sprinten. Und schau mal, ob wir es zum Laufen bringen. Da steht dort, gib nie auf, never give up. Machen wir noch ein bisschen Ton. Schau, ein Entchen hoch und das andere. Und wie geht es Ihnen? Und wie oft landet ein Entchen auf dem Rücken, auf dem Popo? Die Mama läuft nicht davon. Schau, die Entchen hier mal rechts. Dann probiert das nächste. Aber eins Komisches, gib nicht auf. Und eins ist aber in der Stufe, ui, schau, jetzt liegt es auf dem Rücken. Ist unser Leben nicht auch oft so, dass wir auf dem Rücken liegen, dass wir oft es nicht schaffen? Wir wollen dem Herrn nachfolgen, wir wollen dem Herrn treu sein. Man nimmt sich was vor, wenn wir hier so ein Wochenende oder eine Woche erlebt haben. Wir wollen doch dem Herrn nachfolgen. Jetzt machen wir jeden Tag Andacht, oder? Jetzt wollen wir beten, jetzt wollen wir dem Herrn treu sein. Und als erstes geschafft. Und komisch. Die Mama mit dem ersten laufen nicht davon. Wir, wenn irgendwas passiert, wir lassen die anderen liegen, laufen einfach weiter, oder? Wer hat noch ein Auge für den anderen? Wer sieht noch den anderen? Und schau, jetzt laufen sie wieder links. So, probieren wir es mal links, ob es besser geht. Und dann laufen sie wieder rechts. Ui, jetzt sind schon 2 ganz oben. Schau, und was machen die? Laufen die davon? Und wie oft im Leben sitzt man auf dem Hintern? Wie oft fällt man auf den Rücken, Jungs? Wie oft sind wir schon hingefallen, haben geweint, oder? Und trotzdem stehen wir wieder auf und laufen weiter. Hinfallen ist keine Schande nicht, aber nicht mehr aufstehen, das geht gar nicht. Also hinfallen im Leben passiert jedem. Nur die Frage ist, was machst du draus? Bist du ein Miesepeter? Bist du Griesgram? Schmeißt alles hin? Willst dein Leben aufgeben? Oder was machst du? Jetzt sind es schon 4. Und sie probieren es. Und wie oft fallen die hin? Und unten sind immer noch 3 und schaffen es nicht. Ja, was ist da los? Und man muss doch meinen, wenn du 10-mal es probierst, dann irgendwann lässt die Kraft nach. Wenn du 10-mal es probierst, irgendwann geht es nicht mehr. Und der eine, der letzte, schau, er liegt auf dem Rücken. Er probiert es, er fällt wieder hin. Und der eine schafft schneller und der andere nicht. So ist in der Gemeinde nicht auch so. Der eine hat mehr Wissen als der andere. Dem einen fällt es leichter. Und er gibt da nicht auf. Schau, alle warten. Und jetzt. Jetzt hat sie es geschafft. Schau, und passt auf. Jetzt erst gehen alle weiter. Jetzt erst gehen alle in die Blumen. Jetzt erst, schau, jetzt sind sie alle beieinander. Sind wir auch bereit, in der Gemeinde Geschwister mitzuziehen, die nicht ganz so perfekt sind? Die nicht alles wissen, die nicht die Bibel auswendig kennen, die nicht irgendwo vorne anstehen, sondern auch ihre Schwierigkeiten haben. Sind wir bereit, auf den Letzten zu warten? Jungs, oder laufen wir immer davon gleich? Was sagt uns die Entengeschichte? Warum steht da drüber, never give up? Warum? Was denkt ihr? Warum steht da drüber, never give up? Gib nie auf. Ist unser Leben nicht so, wenn man ein bisschen älter wird? Wie oft hätte man schon alles hinschmeißen können? Wie oft war schon alles komisch? Und trotzdem, wir geben nicht auf. Und oft haben wir Wünsche und Drangsale und irgendwelche Sehnsüchte und irgendwelche Gedanken und ja, meine, ihr lieben Damen, Kopfkino nachts, oder? Kennen wir sowas? Wenn er nachts wach im Bett liegt, also unser eins legt sich hin und hat das Problem nicht. Mitten im Satz zum Leidwesen der Frau schläft man ein. Aber
Manchen Damen wird danach gesagt, dass sie irgendwann aufwachen und dann immer schlafen können oder nicht einschlafen können. Bloß, auf was schauen wir? Auf was schauen wir? Und so möchte ich mit euch betrachten heute Josua Kapitel 6, Vers 1 über Jericho. Jericho, eine alte Geschichte. Jungs, kennt ihr Jericho? Was war Jericho? Jericho, ja. Was war das? Eine kleine Ortschaft zum Raus- und Reinspazieren. Kennst du die Geschichte über Jericho? Ja, was du sagst, was war da? Eine Stadt. Eine Stadt. Und befestigt war sie auch noch. Und massiv. Aber Jericho Kapitel 6, Vers 1. Und wird darüber berichtet in der Schrift. Im Josua Kapitel 6, Vers 1. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israels. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Was ist passiert? Gab es da nicht zwei Männer, die damals schon bereit waren, beim ersten Mal ins verheißene Land zu gehen? Wie heißen denn die? Kaleb und Josua, richtig. Die beiden waren bereit. Und wie viele waren da nicht bereit? 100.000, Millionen, egal. 10.000, kann man verschieden schätzen. Aber eine große Menge. Was sagt uns das? Als ein bisschen phlegmatischer Mensch und Mann, also was hätte ich gemacht? Hätte mein Zelt vor dem Jordan aufgebaut und hätte gesagt, na, macht's mal eure Reise, wenn ihr wiederkommt, dann reden wir weiter, oder? Ich tue mir das doch nicht an, dass ich mit dem ganzen Volk da mitmarschiere. Wie viele Jahre sind sie marschiert in der Wüste? 40 Jahre. Oh lala. Brauchen wir auch, ihr lieben Leute und wir und ich selbst, eine Wüstenerfahrung, manchmal über 40 Jahre. Braucht man auch Erfahrungen, dass man aufwacht und sagt, ui, jetzt habe ich es kapiert. Und manchmal sage ich so jungen Verheirateten, hoffentlich träumen sie lang. Und die Frau wacht nicht auf, weil es eine schöne Zeit ist. Die verliebte Zeit am Anfang, bis alles so Alltag wird und bis man den Fehler des anderen merkt und bis dann die Schwiegerleute dazukommen und die Verwandtschaft und so, das wird gar nicht so einfach. Meine jüngste Tochter hat einen Landwirt geheiratet und habe beide zusammengeholt, den Landwirt, den Schwiegersohn und sie, und habe ihr schon mal deutlich gesagt, sage, Tochter, eins musst du schon bewusst sein, wenn du einen Landwirt heiratest, was heißt das? Was heißt, wenn man einen Landwirt heiratet? Was heißt das? Man kann ja alles passend machen. Und der Schatzi, wenn man pfeift, dann kommt er, oder? Ich sage, maximal 40% hast du den Mann geheiratet. Maximal. 40%. 40% hast die Landwirtschaft geheiratet und 20% die bucklige Verwandtschaft. Ja, aber da ist eine Oma da und die Eltern und die Geschwister wohnen am Hof. Das ist ja so. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann lass es. Wenn du wo hinein heiratest und meinst du, den Schatz ziehe ich mir schon, den verändere ich dann in der Ehe oder so, ja, das könnte daneben gehen. Und dann ist es auch schön, wenn die miteinander lange träumen und schöne Zeit haben. Wenn dann der Alltag kommt, die Kinder und die Eltern und Krankheit und Pech im Stall, sagt man dann immer, oder sonstiges her, dann könnte es mal anders ausgehen. Und unsere beiden, Kaleb und Josua, die haben doch keinen Fehler nicht gemacht, oder? Haben die was verkehrt gemacht? Die waren im verheißenen Land als Kundschafter und haben doch die Wahrheit gesagt. Riesentrauben, befestigte Städte, aber was haben sie gesagt? Wenn der Herr sagt, wir sollen gehen, dann? Wer ist von uns heute noch bereit, den Fuß ins Wasser zu setzen, ohne zu wissen, ob das Wasser sich teilt? Man braucht doch Planungssicherheit. Man muss doch wissen, was auf ihn zukommt. Ich kann doch nicht die Katze im Sack kaufen, das geht doch nicht, oder? Man muss alles vorher ausprobieren. Und was war dann? Was haben die beiden gemacht? Sind sie da am Jordan sitzen geblieben und haben gesagt, tschüss, jetzt geht's mal eine Runde, 40 Jahre, und das haben sie gemacht. Wie schnell verlassen wir die Gemeinde, wenn irgendwas nicht passt? Ich sage immer den Geschwistern, wer bleibt länger, der Prediger oder du? Wenn der Prediger nicht passt, dann kannst du ein paar Jahre warten, ob 6 Jahre, 4 Jahre, 8 Jahre, aber irgendwann geht er wieder. Bloß wenn du es vorher hinschmeißt, was hast du dann geschafft? Wer geht eher, du oder der Prediger? Mal drüber nachdenken. Wenn irgendwas nicht passt in der Gemeinde, ich sage, es gibt mehr Gründe, nicht mehr in die Gemeinde zu gehen, als in die Gemeinde zu gehen.
Aber unsere Aufgabe ist nicht, dem Wohl nachzulaufen. Als wir jung verheiratet waren, mit ein paar Kindern, sind wir zu zwei Familien von Pasing, da gab es alle Altersgruppen der Kinder, so Krippe und bis Jugendliche und so weiter. Sind wir nach Wolfratshausen, wo keine Kinder mehr waren. Gehen wir dahin, wo wir helfen, oder gehen wir dahin, wo es schön ist? Gehen wir dahin, wo wir gebraucht werden? Im Pasing sollte damals München-Pasing geteilt werden. Wir wollten in Fürstenfeldbruck, in Germering eine zweite Gemeinde machen. Aber es war schon unangenehm. Man hätte mal aus dem Polster so aufstehen müssen und was verändern müssen. Das macht man nicht gern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann hat sich was ergeben und wir sind nach Wolfratshausen gegangen. Da waren teilweise nur 14, 18 Geschwister da. Im Pasing waren es 100. Wissen wir den Unterschied? Aber gehen wir dahin, wo wir gebraucht werden? Oder da, wo es schön ist, wo es angenehm ist, wo man nicht auffällt, wo man sich verstecken kann, wo man nicht irgendwas machen muss, weil das machen alles andere? Oder gehen wir dahin, wo dann die Mütter, die zwei Familien waren wir, ja die Kinder selbst Sabbatschule unterrichten sollten? Und Mütter, ihr wisst, wie nicht einfach ist, den Kindern irgendeinen Schmarrn erzählen, geht nicht. Da muss man sich schon Gedanken machen mit Filz, Tierchen und Filzmappen und sonstiges her und so. Das war dann schon Arbeit. Aber was hat es da bewirkt? Wenn du selbst gefordert wirst, dann kannst du zwei Dinge überlegen. Machen oder lassen. Das ist so. Mehr gibt es nicht. Und wenn du willst, deine Kinder im Glauben aufwachsen, dann bist du schon bestrebt, was? Mitzumachen. Automatisch. Und die beiden in Josua, Kaleb und Josua, die waren trotzdem bereit, 40 Jahre mitzuziehen. Heiße Fußsohlen, Kriege, Hungersnot, Gemecker, ja, man ist immer gut. Alles, was war, Streit und so weiter. Warum? Sind wir auch bereit, unsere Gemeinde nicht zu verlassen? Sind wir auch bereit, da wo Gott uns hinstellt, in eine Familie, in einem Ort namens Mittelsinn, die Herrschaften da zu sein und das Beste draus zu machen. Oder Hahnenhof oder sonst wo. Jetzt sind wir da und fertig. Oder suchen wir immer so, wie es heute üblich ist. Wenn irgendwas nicht passt, Schublade auf, neues Auto, neuer Job, neuer Partner, davonlaufen. Kennen wir das? Wenn irgendwas immer ist, wenn es zwickt und zwackt, klar gibt es berechtigte Gründe, mal alles sein zu lassen, okay. Aber ist nicht heute eigentlich schon das Gang und Gäbe, wenn irgendein Arbeitgeber komisch schaut? Ich denke nur bei mir, ich habe viele LKWs und habe zum Glück einen Disponenten. Ich darf mit den Fahrern gar nicht reden, weil das wäre schlecht. Weil sonst sind die weg. Wenn du die dumm anschaust, dann ist der LKW-Fahrer morgen an der Firma. Bekommt er sogar einen Euro mehr. Also musst du froh sein, wenn du überhaupt noch momentan einen LKW-Fahrer hast. Also wenn einer einen sicheren Job haben will, dann geht man nicht mehr zur Bank oder zu einer großen Firma wie damals Siemens, sondern wo geht man heute hin? Handwerker. Die haben immer gebraucht. Und das ist nur als Beispiel, wie sich das Ganze wandelt. Und sind wir bereit, einfach aus der Deckung rauszugehen? Sind wir bereit, das zu tun, unsere Aufgabe, wenn Gott dich dahingestellt hat, irgendwo in die Pampas oder sonst irgendwo, machen wir das oder machen wir das nicht? Oder ist immer Jammern? Hat das Volk Israel gejammert? Ja, komisch. Hm? Ganz menschlich. Ja, waren die anders als wir heute? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also waren die damals genauso wie wir drauf? Wir müssen auch immer jammern. Das ist ganz normal. Und gut, wenn jemand, ein Freund, ein Mann einen gescheiten Freund hat und eine Frau eine gescheite Freundin hat, die so ein Ohr hat wie eine Satellitenschüssel. Dann geht es dem Partner schon besser. Ja, wenn die, ist es zwar nicht so. Jeder braucht jemanden zum Reden. Die Männer reden über andere Dinge als die Frauen, aber die Männer, wenn es also über, machen wir über Motoren und Thema Frau ist immer schön, Mann über Frau herzuziehen, aber wenn es ist einem so oder sonstiges, dann kann man sich lange unterhalten. Aber über Kleider oder Optik oder ob das steht oder sonstiges, das ist nicht unser Thema als Mann. Sondern das dürfen Frauen und Frauen reden. Und so merkt ihr, wie feinfühlig das Ganze oft ist. Und so ging es ihnen damals auch. Und als er dann nach 40 Jahren, eine ganze Generation ist ausgewechselt worden. Wer ist nicht ins verheißene Land gekommen? Alle, die über 20 waren, beim ersten Anlauf, sind alle auf der Strecke geblieben.
Wollte Gott, dass die alle sterben? Wollte Gott, dass die heiße Fußsohlen kriegen? Wollten die Gott, dass die Krieg führen? Wollten die, dass die Hungersnot haben? Wollten die, dass die Stress haben? Wollte er das? An wem lag es denn? An Gott oder an den Menschen? Ja, komisch. An wem liegt es heute? Wenn es damals an den Menschen lag, dass alle über 20 sterben mussten, bis auf 2? Richtig, Josua und Kaleb. Dann war was? Dann lag es doch an ihnen selber. Und an wem liegt es heute, dass der nicht wiederkommt? An wem liegt es heute, dass nichts weitergeht? An wem liegt es heute, dass wir Stress haben? Auf was schaust du und ich? Also ich bin schon ein sehr umtriebiger Mensch und irgendwie ziehe ich Probleme an. Also irgendwie, also mit Behörden habe ich es gar nicht. Und Entschuldigung, nichts gegen die Behörden, aber so die grünen Männchen und alles, was da so rumhupft, das ist alles nicht mein Wetter unbedingt. Ja. Also irgendwie bin ich verkehrt erzogen worden. Oder ich weiß es nicht, aber irgendwas, egal, wenn irgendwas ist, dann ist was. Mein Vater hat mich damals so erzogen, der war 66, als ich 12 war, hat eine Generation inzwischen gefehlt, der war Sanitäter im Zweiten Weltkrieg. Und in die 70er Jahre, 80er Jahre, hat immer gesagt, du Gerhard, damals gab es so einen festen Herrn in Bayern namens Franz Josef Strauß. Und das Gegenstück war der Herr Wehner von der SPD. Und die beiden haben so gefetzt, dass es besser nicht ging. Wenn ihr mal im Internet nachschaut, die beiden Namen eingibt, dann seht ihr, wie die gestritten haben, aber richtig. Der eine hat richtig so geschwitzt und so richtig wumm. Und der andere hat immer so ging das immer. Und dann hat er gesagt, du bleibst stehen und du hörst da beide Seiten an. Und dann betest drüber, schläfst mindestens Nacht drüber und dann triffst du selber eine Entscheidung, was wahr ist oder nicht. Und wisst ihr, was mir das geholfen hat? Die letzten 3 Jahre. Nur weil einer sagt, nicht nachdenken, ihr müsst es einfach machen, dann gehen bei mir hinten die Nackenhaare schon hoch. Dann ist bei mir schon... Und wenn einer sagt, du musst, ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu, den neuen Bundesländern, wenn jemand von denen da ist, müsst ihr eigentlich das wissen. Wenn einer sagt, du musst, was heißt das dann? Apfelmus. Aber mehr sicher nicht. Und dieser Zwang kann sicher nicht sein. Und da war für mich das Thema durch. Und es gibt auch eine These, die ich aufgestellt habe. Daniel, das Standbild geht oben los mit was? Was für Land? Babylon. Und dann? Medo Perser, Griechenland, Rom, Europa. Mal Frage, das ist unsere Zeit, wo man so nachdenken kann, 600 vor Christus und so weiter. Hat einmal die Mehrheit seit Babylon recht gehabt? Du kannst noch Napoleon nehmen, du kannst Stalin, Stasi, Hitler nehmen, was haben wir noch alles zu bieten? Dann nicht schütteln, das ist so. Hat Hitler recht gehabt? Hat Stalin recht gehabt? Hat Stasi, Entschuldigung, neue Bundesländer, haben die recht gehabt? Ich weiß noch, 88 war ich im Pergamonmuseum in Berlin drüben. Und meine Frau, ich war so am Fenster gesessen und sagte, und am Fuß immer so gezwickt, so Frauen, ich weiß nicht, warum sie so gerne machen, so, sei still, hör auf. Weil da sind so gestiefelte Kater rumgelaufen mit so Klappen, da ganz wichtig gehabt an der Grenze, ganz wichtig haben sie es gehabt. Und mir hat es damals schon nicht gepasst. Wenn so Grenzer kommen oder Polizisten und kontrollieren und so, da, Wahnsinn, das war nicht mein Wetter. Und ein Jahr später, 89, ist was passiert? Bumm. Ein Weltbild ist zusammengebrochen. Ja, wie geht's denn dem Grenzer, habe ich nachgedacht, der ein Jahr vorher so gestiefelter Kater mit vielen Klappen und so weiter, ganz wichtig gehabt hat. Und ein Jahr später war alles weg. Ja, was machen wir jetzt dann? Was machst du jetzt dann? Dann fällt doch was zusammen. Was für ein Halt. Und wenn sowas ist, dann ist die Frage, ob jetzt die Mehrheit recht haben kann. Wenn ich behaupte, dass von Babylon über Griechenland, Alexander der Große, Griechenland, Römer, große Kirche, Mittelalter, 1798, Napoleon, Hitler, Stalin, Stasi, nicht einer einmal die Masse recht gehabt hat. Bitte sagt es mal, wenn es anders ist. Dann kann heute die Masse auch nicht recht haben. Es wäre das erste Mal in der Weltgeschichte seit Babylon, 600, 700 vor Christus,
dass die Masse recht hätte, dann kann ich den Weg nicht gehen. Dann kann ich den Weg nicht gehen. Das funktioniert nicht. Denn komischerweise waren es immer Einzelne, die der Herr berufen hat. Was für ein bestes Beispiel haben wir Adventisten? Wen hat Gott berufen? Eine einfache, kränkliche, nicht sehr gebildete Frau. Und wer war vorher berufen? Zwei Männer, richtig, gut mitpasst. Zwei Männer, und die haben immer irgendeinen Grund gefunden. Eigentlich hätten es Frauen sein sollen, habe ich gesagt, aber irgendwo komisch. Die immer was, ja, das, ich kann nicht reden und das passt nicht zu mir, ich mag nicht und es geht nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, kennen wir das? Wenn jemand ein Gemeindeamt dir überträgt und sagt, jetzt machst du mal Kindermama oder Ältester oder Schatzmeister, nee, es sollen die Jüngeren machen. Kennen wir den Satz? Es sollen andere machen. Ja, hast du es nur. Wann sind unsere Vorfahren 1860, 1870, 80, wann sind die in Rente gegangen? Doch, die sind schon in Rente gegangen. Wenn sie 1,80 Meter tiefer lagen, dann war Rente. Oder die Gesundheit nicht mehr zugelassen hat. Aber wenn du mal die Geschichte hörst, und beim letzten ASI-Treffen letztes Jahres war ein Bruder am Sonntagvormittag mit einer Predigt, könnt ihr euch anhören, da war einer da und hat erzählt über die Geschichte. Da hat der Präsident ist gewählt worden mit 70, 75 Jahren. Und hat seiner Frau ein Telegramm geschickt, so wie der Herr führt, wird es gemacht. Er hat nicht die Frau fragen können, ob er soll oder nicht soll. Wenn die ihn gewählt haben, hat er was gemacht? Er hat gedient. Und Dienststelle kommt von was? Von dienen. Eine Dienststelle in Stuttgart sollte was? Der Gemeinde dienen. Und nicht nur verwalten oder sonstiges. Und mittlerweile hat sich ein bisschen was gewandelt. Sondern dienen heißt einfach, sich einzusetzen, zu helfen, wo der Herr ihn beruft. Sind wir auch noch bereit, so wie Josua und Kaleb zu dienen? Oder ist es, und naja, die Jugend soll es jetzt machen und der Nachbar soll es machen und die anderen sollen es machen. Nur wer soll es nicht machen? Ich, oder? Ja, um was geht's? Hier wäre der Platz nicht entstanden, wenn nicht eine Familie bereit gewesen wäre, zu dienen, sich einzusetzen. Und wenn der Herr uns was schenkt? Drei Dinge. Zeit. Hallo? Wir lernen schon noch. Das hört schon öfters. Was schenkt der Herr uns? Gehen wir in die Schule wieder. Zeit, Wissen und? Mittel. Und Mittel. Wenn er die drei Dinge uns schenkt, was machen wir daraus? Sind wir auch bereit, wie Kaleb und Josua zu helfen? Sind wir auch bereit, einen Dienst zu tun? Sind wir auch bereit, 40 Jahre Schwachsinn, oder? 40 Jahre in der Wüste wandern, gibt keinen Sinn nicht. Sind wir auch bereit, in der Gemeinde zu bleiben? Und da denke ich an meinen Sigi Tobler, vielleicht kennt er einen anderen noch, durfte als junger Mensch mit 20 mit ihm mal so mitreisen. Und dann hat er mir erzählt, sagt Gerhard, eins seid ihr gewusst, wenn bei dir in der Gemeinde 1000 Glieder verkehrt liegen, hast du nicht das Recht, dasselbe zu tun. Vor 35 Jahren habe ich es nicht verstanden. Ich habe gesagt, was reden dir? Was ist denn das für ein Quatsch? Also 1000 Geschwister können nicht verkehrt liegen, oder? Und mittlerweile verstehe ich es. Wenn die ganze Hansa-Vereinigung verkehrt liegt, Geschwister mittlerweile austreten dort, weil sie nicht mehr tragen, um was da geht. Ja, was bringt es? Beten wir für die Geschwister, dass die noch treu und geradeaus gehen, in der Gemeinde bleiben? Als eine Basis, eine Bastion und nicht die Mücke machen. Mücke machen ist viel zu einfach. Davon zu laufen, macht die Welt auch. Wenn du einen Mitarbeiter verkehrt angehst, dann kannst du davon ausgehen, was macht er? Tschüss, ich gehe. Ja, ist so. Also musst du immer Kontinenz bewahren. Aber hier geht es ja noch weiter, nicht nur um die Geschichte außenrum, sondern lesen wir jetzt mal weiter in Josua Kapitel 6, Abvers 2. Josua Kapitel 6, Abvers 2, da sprach der Herr zu Josua: Sieh, ich habe Jericho, seine König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Witterhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollte er 7-mal um die Stadt herumzünden. Und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Witterhorn anhaltend bläst
und ihr den Schall des Hornes hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Wir lesen oft so drüber weg. Wie viele Tage sollen sie außen rum marschieren? Nochmal? Sieben. Also fünf hätten auch gereicht, oder? Wenn die 7 Tage marschieren, ist welcher Tag dabei? Sabbat. Ja, wie geht denn das? Ja, wie geht denn sowas? Wie kann der Sabbat dabei sein bei 7 Tagen? Hätten noch 5 Tage auch gereicht. 7, die Zahl der Vollzahl, und 7-mal ist auch die Vollzahl. Alles okay, kann man alles diskutieren. Aber haben Sie überlegt? Meine Schwester Weid, kannst du sogar nachlesen. Wenn Sabbat der 7. Tag war, warum gerade dann? Warum gerade dann? Wir sind immer so kanalisiert, es muss immer alles so perfekt laufen, und wenn das nicht so geht, nee, das geht nicht. Wenn 7 Tage marschiert worden sind, war auf jeden Fall der Sabbat mit dabei. Sind wir uns das bewusst? Hätten noch 5 Tage auch gereicht. Sonntag bis Donnerstag hätte doch gereicht, oder? Ein Tag sich erholen oder vorbereiten und dann Sabbat. 7 Tage zum Nachdenken. Und 7-mal. Und sind wir auch bereit, etwas zu tun? Gibt es hier jemanden, der die Geschichte nicht kennt? Denn jeder kennt die Geschichte leider. Es wäre schön, wenn einer die Geschichte nicht kennen würde. Kann man etwas machen, was keinen Sinn gibt, oder? Kann es einen Sinn geben, 7-mal außenrum zu laufen und die Stadt war so befestigt, dass auf der Mauer oben an Karren oder einen Wagen fahren konnte? Also nicht irgendwie so eine Popelstadt. Und dann läuft das Volk da außen rum. Und wenn du Gemeindeleiter bist und musst die Herde anführen, bist du bereit, die Menschen so zu führen? Was haben die für eine Lebensschule haben müssen? Was haben die erlebt, dass sie in den 40 Jahren so ausgebildet wurden, dass sie bereit waren, wenn der Chef sagt, marschieren, dann gehen wir. Also ich gehe immer rechts, wenn der links sagt. Also das bin halt mir. Und wenn der links sagt, dann gehe ich auch rechts. Oder wenn er rechts sagt, gehe ich links. Aber weil ich nicht mag. Aber das ist halt der Stursinn. Nur wenn der Chef sagt links, gehen wir dann auch links. Oder suchen wir immer Ausreden. Wenn da oben in der Entfernung, die auf der Stadt sind, wo man in sicherer Entfernung ist, dass die Bogen und die Pfeile nicht erreichen, also wenn man ein bisschen nach Logik und Verstand lebt, was hätten die machen müssen? Damals hätte man Rambock bauen müssen. Junior, kennst du einen Rambock? Sowas, Rambock gegen die Stadtmauer. Oder Wurfschleudern. Oder einen Wall aufhäufen gegen die Stadt. Kennen wir sowas? Wenn wir nicht, dann sind wir froh. Aber das war das Normale damals. Nur sie haben ganz anders gelebt als was üblich war. Sie haben einfach anders gelebt. Und wären wir auch bereit, Schmach und Schande zu erziehen, wenn wir auf dem Stuttgart, auf dem, wo ist dieser Platz in Stuttgart drin? Königsplatz. Fußgängerzone in München. Wenn wir da uns hinstellen und müssten Sauerbier verteilen. Ich habe ein Büchel, Münchner Büchlein haben. Kennen wir das? Oder stehst du dazu und sagst, du, hier, du hast was Gescheites und kannst du dem anderen das weitergeben. Nehmen auch eine Ausbildung mit und gehen mit alten Hasen mit, die das schon mal 100-mal gemacht haben und sagen, du, ich helfe dir. Ist auch so, wenn da mal Lektion, wer macht hier keine Lektionleitung? Wer macht keine Kindersabbatschule? Alle, hoffentlich. Warum? Wenn du es nicht kannst, dann lade ich ein, bei Lektion dabei zu sein. Wenn du zum Stolpern kommst und Stottern anfängst, mache ich schon weiter. Kein Problem. Aber bei jemandem, der schon was kann, einfach jemand mitnehmen, der es nicht kann. Gibt es etwas, was du nicht kannst? Ja, dann komm. Ich frage in der Gemeinde, magst du mir helfen, dass ich auch Sabbatschule, dass ich kochen lerne, dass ich Sabbatschule mache, dass ich predigen lerne. Die erste Predigt damals in Pasing beim Eckhard Müller, da haben wir zu dritt eine Predigt gemacht. Wisst ihr das? Zu dritt. Jeder so 10 Minuten, eine Viertelstunde so irgendwas vorgelesen. So. Und jetzt da stehst du alleine da. Warum? Wenn dir was nicht passt in der Gemeinde und du es nicht selber machst, dann hast du nichts zu quietschen. Wenn jemand Klavier spielt und verspielt sich, weh einer lacht, dann spiel erst mal selber besser. Ich kann es gar nicht. Wenn jemand hier vorne steht und macht einen Fehler und du quietscht, ist nicht fair, dann komm vor und mach selber besser.
Würde da vorne zu lästern, ist es leicht gemacht. Aber selber mal ein Thema auszuarbeiten, selber bereit sein zu dienen, selber bereit eine Sabbatschule zu machen. Ich weiß, meine erste Sabbatschule noch in Pasing, in Porde oben bei der Jugend. Wisst ihr, wann ich die zugesagt habe? 3 Monate vorher. Ja, man hat ja 3 Monate Zeit, was vorzubereiten. Kennst du das, Junior? 3 Monate hast Zeit, was vorzubereiten. In der Kindersabbatschule irgendwas zu helfen, in der Jugend zu helfen. Wisst ihr, wann ich die Sabbatschule vorbereitet habe? Na, woher wisst ihr denn das eigentlich? Woher wisst ihr denn das? Am Abend vorher. Und an den Tag oben Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. Aber unter Jugendlichen, mei, dann war es halt eben so. Und mittlerweile liebe ich das. Live, ohne Vorbereitung, auf geht's. Sabbatschule. Ohne zu wissen, also Sabbatschule machen wäre schon nicht schlecht. Aber einfach dann, wenn du gerufen wirst, du, ist jemand bereit, Sabbatschule zu machen, sag ja. Und dahin zu kommen, Geschwister, oder ein Lied zu spielen, oder Geld einsammeln, oder Kindersabbatschule, oder egal was. Die Gemeinde sind doch wir. Wenn die Gemeinde steht, hat der Prediger keine Chance nicht. Wenn die Gemeinde funktioniert, was will denn der Prediger quietschen? Mein Prediger habe ich gesagt, du, sollte ich mal Ältester werden, zum Glück verhindern sie es immer, dann macht der Älteste den Ausschuss und nicht der Prediger. In Afrika bin ich bei L'Esperance unterwegs und da war ich in Ruanda vor ein paar Jahren und da wurde so ein Mehrzweckhaus eingeweiht. Und da war ich mal dort, bin hingeflogen und haben sie mir erzählt, der Prediger hat über 4000 Glieder. Wie viel hat Baden-Württemberg Glieder? Weiß das jemand? Wie viele Geschwister gibt es in Baden-Württemberg? Irgendwas aus 4, 5, 6.000, 4.000 denke ich mal. Ja? Und da gibt es einen Prediger für 4.000 Geschwister. Jetzt müsste man meinen, der wäre gestresst. Bei der Einweihung sah ganz Chicago da, hat zugehört, hat irgendein Grußwort gesagt, hat gegessen und ist wieder gegangen. Wisst ihr, wer Stress gehabt hat? Der Älteste und der Schatzmeister und der erste Diakon. Die haben richtig gewuselt. Das alles funktioniert, die Lieder, die Abläufe und sonstiges. Der Prediger war ganz sehr gechillt. Das saß da ganz locker. Und bei uns? Prediger Seelsorge, Prediger Ausschuss, Prediger Mission, Prediger Gemeindedienst, Prediger alles, oder? Was sind das für Gemeinde? In Afrika lernen die selber zu leben. Und der Prediger kommt zum Taufen, zum Lernen, zum Lehren, aber mehr nicht. Und bei uns soll der Prediger was sein? Wenn wir nicht bereit sind, selber zu machen, das, was der uns zeigt, siehe hier, Josua und Kaleb, was erwarten wir dann? Was soll sich denn ändern? Lass uns weiter auf die Stühle schlafen. Aber diese Stadt hat noch mehr zu bieten. Ab Vers 15 geht es dann zur Sache. Josua Kapitel 6, ab Vers 15. Was ist denn da drin geschrieben? Haben wir die Bibel dabei? Nein? Da geht es um die Stadt Jericho. Und wenn Jericho die Stadt geht, dann geht es hier los, ab Vers 15. Es geschah am 7. Tag, da machten sie sich früh auf beim Aufgang der Morgenröte und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und es geschah beim 7. Mal, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagt zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, sollt ihr dem Bann verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Hause sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Was ist passiert? Genauso wie Gott es gesagt hat, hat es funktioniert. Wenn wir in die Geschichte gehen, was ja bei Adventisten immer ganz so heiß ist, aber was für 2 grundlehrende Adventgemeinde haben wir? Einmal? Gut, Heiligtumslehre ist ein Beinchen und das zweite? Zustand der Toten. Wisst ihr gerade dazu? Die Gesundheitslehre. Die Gesundheitslehre könnte mir den Kopf sein, wo wir der Schwanz sind. Und mittlerweile sind wir auch der Schwanz in der Heiligtumslehre. Denn die Heiligtumslehre ist nicht irgendwas böhmisches Dorf. Sondern das ist die Grundwahrheit. Das Volk hat keinen Urlaub nicht gebraucht. Wisst ihr warum? Durch die Festtage, Neumonde, Abläufe
haben die ein ganz geregeltes Jahr gehabt. Das wird doch uns eigentlich fehlen. Regeln wollen wir doch haben, oder? Der deutsche Michel muss immer alles ganz so 110%ig haben. Und wenn du 30 auf der Tafel hast, dann fahr bitte nicht 32. Das ist ja schon 2 zu viel, oder? Aber verstehe. Und dieses Michel-Denken war ja damals auch so. Und hier in dem Ablauf ist was Besonderes dabei. Die Frau hat schon einen komischen Job gehabt. Rahab. Warum war das nicht eine Korbflechterin oder Marktfrau oder Köchin oder was anderes? Warum muss das gerade was sein? Eine was? Eine Hure. Wieso hat denn Gott gerade die Frau ausgesucht? Und nicht was Gescheites? Und was hat die damals, wo sie den Kaleb und Josua versteckt hat, den Soldaten gesagt? Was hat sie gesagt? Wo die Soldaten kamen und haben gefragt, hast du jemanden versteckt? Was hat sie gesagt? Hat die gelogen? Sie waren davon Lügen. Also da sind schon Dinge dabei, wo ich sage, also irgendwas ist schon komisch. Es gibt eine Geschichte von der Schwester Hasel. Kennt Hasel? Das Buch, gereimt, ungereimtes, so okkultes Buch, so gegen Okkultismus. Und er hat eine Geschichte erzählt vom Zweiten Weltkrieg. Sie war alleine zu Hause und hat was gemacht? 2 Juden versteckt. Das Gesetz war auf welcher Seite? 1940, 45? Auf welcher Seite? Auf Hitlers Seite. Und irgendwie zwickt es schon ein wenig, aber manchmal kommen schon Dinge wieder vor, wo ich sage, es fängt schon wieder an. Aber als sie dann, die zwei, waren das so gestiefelte Kater, große Lackels, schwarze Kutte, SSSA. Und wenn du eine Frau da aufmachst und siehst dann 2 so Männer, huhu, dann gehst du was? Wirst du immer kleiner, oder? Und wer hat sie da geführt? Was hat die Frau gemacht? Sie hat die Tür aufgerissen und gesagt, schaut's doch nach, ihr glaubt's mir sowieso nicht. Schaut's doch nach, ihr glaubt's mir ja sowieso nicht. Die Eingangstüre aufgerissen und hat die 2 Männer angemacht. Wer war das? Wer hat die Frau geführt? Sind wir Adventisten oder was immer? Der Geist Gottes, der Heilige Geist. Also nimm, wie du willst. Also wenn du bei der Straßenkontrolle so einen Polizisten vor dir hast, hast du dann Angst? Nein? Bist du abgebrüht, okay? Gut. Wenn du jemand vor 2, 3 Jahren hattest, der gesagt hat, du musst, dein Arbeitgeber sagt, du verlierst einen Job. Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die den Job aufgegeben haben und gesagt, macht was wollt? Bei uns in Murnau ist einer der bekanntesten Krankenhäuser, das Unfallkrankenhaus Murnau. Super. Also wenn da hinkommst und du hast einen Arm verloren, dann geht's dir gut. Ja, die flicken schon viel zusammen. Und da waren dann ein paar hundert von den Mitarbeitern auf der Straße, die sich nicht impfen haben lassen. Da gab es richtig Rabatz. Wie kann ein Krankenhaus ein paar hundert Mitarbeiter auf Murnau zum Protestieren, zum Gehen, wenn das doch nicht gewollt ist? Und da waren ein paar hundert Mitarbeiter und gesagt, uns impft ihr nicht. Nur als Beispiel. Und kannst nachschauen, das Internet. Murnau Demo, Unfallkrankenhaus Murnau Demo und so weiter. Aber ich wollte damit aussagen, sind wir noch bereit, entgegen der öffentlichen Meinung zu stehen? Wo hört es auf, dass das Gesetz auf der einen Münze, auf der einen Seite steht was? Dem Herrn des Herrn und dem Kaiser dem Kaiser. Wieso hat denn diese Frau damals gelogen? Die Frau Rahab. Wieso hat sie die Unwahrheit gesagt? Das Gesetz war doch auf den Soldatenseite. Sie mussten doch nur ihren Job machen. Wenn sie gesagt hat, es sind 2 Israeliter, hättest du keinen Fehler gemacht, oder? Kann ja doch wurscht sein. Aber? Ich glaube, sie hat so ein Wort gesagt, das hat sie nicht
Die haben gefragt, haben Sie hier jemanden Jude? Und dann, sie hat gesagt, schauen Sie selber. Das hat die Schwester Hasel gemacht. So. Das hat die Schwester Hasel so gemacht. Aber hier steht es anders. Nur ich lasse es so stehen. Ich bin froh über die Geschichte von Schwester Hasel, die der nicht gelogen hat. Die hat die Türe aufgerissen und hat gesagt, schaut doch nach, ihr glaubt es nicht. Und was haben die zwei SS-Leute gemacht? Die haben sich angeschaut und sind wieder abgetigert. Sind nicht in die Wohnung rein. Schwester Hasel war eine Adventistin. Die Uwe war keine Adventistin, kein Christ. Was? Aber dann gibt es jetzt noch eine Geschichte für dich. Die lesen wir dann auch dazu, danach ein paar Verse. Da kommt noch was. Spezial. Weil die ja nicht wusste, was dann passiert. Und die Schwester Hasel hat gegen das Gesetz gehandelt. Wann ist es wichtiger zu stehen, zu glauben und Wahrheit zu sagen oder zu sagen, hier, ich gehe des Glaubens Weg? Muss jeder selber wissen. Mach ihm kein Gewissen. Aber lass beide stehen. Mit Bömmel oder ohne Bömmel kannst du in den Himmel kommen. Mit Impfen oder ohne Impfen. Muss jeder selber wissen. Aber die Vorgehensweise ist eine Übung für das, was vor uns steht. Als so junger Kerle hier, hallo, junger Mann, ja, du, ja, in deinem Alter, ja, da, hallo. Ich war auch mal so wie du. Ja, du, bist du gemeint? War im Pasing gehockt und da ging es so über Themen, die gelbe Gefahr. Wisst ihr, was gelbe Gefahr noch war? Da haben die Kinder und dann ging es zu, da hat der eine Bruder aufgestanden, wumm. Dann stand auf der Nähe am Nachbarei wieder einer auf, wumm. Und dann ging es so richtig zur Sache. Und da weiß ich heute noch, wie, ja, wenn einmal der Sabbat-Sonntag-Frage ist, dann gehe ich ins Gefängnis, dann bin ich bereit, mich schlagen zu lassen, dann bin ich bereit, mich opfern und sonstiges her. Kennen wir das noch? Aber wegen Mückenschüsse laufen wir schon davon. Wegen Jobverlust laufen wir davon. Wegen Dingen, wo man verstehen kann, ganz menschliche Dinge, laufen wir davon. Aber wenn es zur Sache geht, bei Sabbat Sonntag, dann sind wir bereit, ins Gefängnis zu gehen, oder? Wenn ich jetzt schon nicht bereit bin, die Lebensschule anzunehmen, wie soll sie dann annehmen, wenn sie mal kommt? Möge der Herr es führen, dass wir nicht Mücke machen. Aber jetzt nochmal, mein lieber Freund, wenn wir ein bisschen weiterlesen und im Vers 17 dann, nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Hause sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht den anderen den Bann vollstreckt und so weiter. Was steht hier? Sie und alle, die bei ihr im Hause sind. Was heißt denn das? In dem Haus, wo sie gemerkt haben, es wird ernst, es war ein Schrecken Gottes auf den Heiden gelegt. Und sie haben ja genau gewusst, dass Israeliter, wenn Gott es führt, was ist es dann? Dann führt es. Und das Volk Israel hätte ja Ruhe gehabt, wenn sie was gemacht hätten. Genau das befolgt, was Gott ihnen gesagt hat. Die Feste, die Sabbate, die Neumonde, die Abläufe. Da hätten sie Urlaub gehabt, das im Jahr verteilt. Wären sie gesund geblieben, hätten sie keinen Stress nicht gehabt. Wenn sie was gemacht hätten, dem Herrn mehr gehorchen als Logik und Verstand. Weil die hübschen Frauen für die Männer von den anderen waren doch schön, oder? Die müssen wir mit heiraten. Das Gebannte muss man doch nicht wegschmeißen. Das kann doch nicht sein. Und so weiter und so weiter. Was ist dann passiert? Schmach und Schande und Niedergang. Aber nochmal zu dieser besonderen Frau. Also ich hätte lieber eine Marktfrau da gehabt, aber war es halt nicht so. Korbflechterin, gibt es sowas? Damals Korbflechterin? Wäre doch ein besserer Ausdruck gewesen. Aber genau das hat der Herr nicht gewollt. Aber war sie alleine in dem Haus? Ihre ganze Familie, Verwandtschaft war mit dabei. Wissen wir, ob wir, wenn wir den Herrn treu bleiben und den Lebensweg gehen, und nicht aufgeben. Haben wir das Bild noch im Kopf, was wir angeschaut haben? Wo sind die Jungs hin? Da ist ja schon flüchten gegangen. Die Jungs gesehen haben da, never give up bei den Entchen. Warum? Sind wir auch bereit, unseren Lebensweg zu gehen? Sind wir auch bereit, wenn wir auf dem Hintern sitzen, wenn wir auf dem Rücken fallen, wenn wir irgendwas vorgenommen haben, wenn wir jetzt morgen von dannhin wieder gehen und dann sagen, jetzt sind wir wieder ernst, jetzt machen wir es, sind wir lieb zu Hause, oder?
Dirndl, zwack. Sind wir da lieb zu Hause? Das war bei mir immer. Ich war damals in Spele, da war der Werner Renz. So Weihnachten, nach Weihnachten, Neujahr waren wir dort miteinander, haben wir gesungen und Andacht gemacht und sonstiges her. Und als wir dann heimgefahren sind, waren wir alle so high, so weißt du so. Jetzt sind wir wieder lieb und nett, machen Andacht und singen und alles perfekt. Hat nicht lange gedauert, was war dann wieder? Alltag. Stress. Und deswegen ist es nicht immer so einfach. Und wenn man es sich vornimmt, wir wissen ja auch nicht, so wie die Frau, die für den Herrn eingestanden ist, ob wir jemand beherbergen, wenn wir jemand helfen. Ich habe so einen Jeep, habe hinten so eine Kupplung, habe so zwei, drei Schlupf zusammengebunden. Und wenn ich dann von Wolfertshausen nach Jengen fahre, über München, Landsberg, Buchloe, da so Richtung, wo ich wohne, also stehen öfters mal so Autos mit so Blink, 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 Blink. Vor kurzem war eine durchgezogener Strich zwischen Starnberg und Gilching, eine Frau mit einem geliehenen Auto. Und da kommt was entgegen, die anderen haben nicht um die Kurve schauen können. Sage ich, Frau, Sie können nicht so stehen bleiben. Ja, was soll ich tun? Sind wir noch bereit zu helfen, ohne irgendwas dafür zu haben? Schlupf, angehängt, abgeschleppt, auf Seiten gezogen, dann kam jemand, hat dir geholfen. Du kannst doch nicht, wenn du die Gegebenheit hast, einfach die stehen lassen. Nicht jedermanns Sache. Aber ich habe mal so Schlüpfe zusammengebunden und hängt das Auto an und ziehe es halt ein paar Meter weiter irgendwo hin und gut ist. Vor kurzem war es so, bin ich heimgefahren am Freitag und da stand rechts ein alter Renault. Auf der Rückbank keine Kopfstützen. Darf man das haben? Drei Kinder hinten drin, habe es erst gar nicht gesehen. Mann und Frau und der schraubt an seinem alten Renault rum. Da sage ich, was machst denn du da? Und daneben donnern so die LKWs vorbei und er steht auf dem Seitenstreifen. Sag ich, Kerle, wenn da ein LKW da hinten reinbrummt, weil er einschläft oder irgendwas ist, dann sind deine drei Kinder. Ja, Auto geht nicht. Ja, wo willst du denn hin? Schloss Neuschwanstein Urlaub machen. Oh Mann, ey. Er sagt, was machst du denn jetzt da? Die drei Kinder hinten drin, sein Auto, sein Kick geht nicht, sein Auto geht nicht. Frau, kannst du dir vorstellen? Happy Day. Und er schraubt an der alten Mühle rum. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Weiterfahren, oder? Ist doch wurscht. Hat nicht mal ADAC. Oh, nee, sag ich mal. Ja, häng an. Dann habe ich es nach Landsberg gezogen, ins Gewerbegebiet, zum Renault-Händler. Und dann sollten sie das Auto richten lassen, aber nicht am nächsten Tag. Aber allein die Vorstellung, du fährst vorbei und der LKW-Fahrer schläft ein und rammt das Auto. Und dann sitzen drei Kinder ohne Kopfstütze, Knickbruch und weg. Was machst du jetzt dann? Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe, nach Hause zu fahren, Freitag die ganze Woche, aber heftig genug, soll doch ein anderer machen, oder? Sind wir noch bereit, aus unserer Deckung rauszugehen und nach deinen Möglichkeiten zu helfen? Oder alle, das machen andere. Dafür gibt es ein ADAC. Oder sagen sie, was soll das? Wenn du die Möglichkeit hast und hast die Zeit, was machst du mit deiner Zeit? Lange ausschlafen hoffentlich, oder? Einen halben Tag verschnarchen, es regnet ja. Wissen wir, dass wir eigentlich für jede Stunde, die wir vergeudet haben, vor Gott Rechenschaft ablegen müssen? Vor jeder Stunde, die wir so rumgammeln, Rechenschaft ablegen müssen? Und wenn du was weißt und Gott schenkt dir Wissen, so ein bisschen Helle im Kopf, irgendwas, ja, ob man ein bisschen Computer kann oder ob man auch praktisch was kann oder ein Auto hat zum Abschleppen, was machst du aus deinem Wissen? Ich kenne einen Landwirt, der hat nebenher Bienen gehabt und sein Sohn hat nie Bienen gemacht. Und der Opa ist gestorben und hat seinem Sohn nicht eine Sache von den Bienen erklärt. Der hat sein Wissen mit ins Grab genommen. Und als sein Sohn den Hof übernommen hat, hat er mit Bienen angefangen. Hat er mich gefragt, wie sowas geht. Ich sage, du, da gibt es so Bienenkurs und sonstiges. Jetzt ist er Profi. Aber hätte der Opa dem Sohn etwas weitergegeben von seinem Wissen, wie man Königin zieht, wie man füttert, wie man Ableger macht, quak, 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 dann hätte der Sohn doch was gehabt, ein Wissen. Und der war so stur, der Alte, der wollte einfach nicht. Nein, sind wir auch so stur oft. Und sagen, das machen andere doch, das soll der Prediger machen. Und dann gibt es doch einen Gemeindeleiter.
Geht's alle mit nach Afrika mal. Schaut mal, wie es dazu geht. In Ruanda eingeladen, Lesbaros Kinderdorf. Dürft mal mitgehen in der Schule und mal sehen, wie das da läuft. Der Prediger hat keinen Stress nicht, sondern die Gemeindeglieder haben Stress. Ganz anders als bei uns. Und wenn jetzt hier die Geschichte ist, dass wir nicht wissen, wenn wir mal jemanden übernachten lassen, wenn wir uns beklauen lassen, wenn wir uns auslachen lassen, wenn man uns verkehrt behandelt, wir wissen doch gar nicht, wen du beherbergest. Haben wir eine Aufgabe, die Gott führt? Es gibt es gab eine Schwester in der Gemeinde Sendling, die hat so eine gelbe Binde hier gehabt. Da hat man von der Schule aus Essen gebracht. Der Mann ist gestorben, ehemaliger BE-Mann. Und sie hat nicht mehr laufen können, sie konnte nicht mehr den Haushalt richtig machen, sie konnte nicht mehr missionieren gehen, sie konnte nicht mehr rausgehen. Weißt du, was sie gemacht hat? Was hat sie gemacht? Jeden Tag. Wie bitte? Das geht auch, ja? Sie war die betende Seele der Gemeinde Sendling und der Schule. Sie hat eine Liste gehabt von allen Gemeindegliedern und von allen Schulkindern. Hat jeden Tag für die Gemeindeglieder, für den Prediger, für die Kinder in der Schule, für die Lehrer was gemacht? Weil sie konnte nicht mehr laufen, sie konnte nicht mehr einkaufen, sie konnte nicht mehr Auto fahren. Aber was hat sie gemacht? Sie war die betende Seele der Schule und der Gemeinde Sendling. Und die Schule von 96 bis heute besteht. Nicht, weil das schlaue Köpfe sind, nicht wegen dem Geld, sondern was? Warum besteht die Schule in München noch? Warum? Weil Einzelne dafür eingestanden und gebetet haben, jeden Tag für die Schule, für die Kinder, die reingehen, für die Schwierigkeiten, für alles. Wäre es nicht wichtig, auch in deiner Gemeinde, in unserer Gemeinde, dafür sind auch eine betende Seele zu sein. Wäre es nicht wichtig? Wenn nichts mehr geht. Drei Dinge haben wir gelernt. Was? Was machen wir mit unserer? Ja, müssen wir noch länger machen. Also wir müssen Überstunden machen heute. Pech gehabt. Was machen wir mit unserer Zeit? Wissen und Mittel. Ja, irgendwann werden wir schon lernen nochmal. Dann müssen wir ein bisschen länger nur da bleiben. Was machen wir mit diesen drei Dingen? Sind wir bereit, das, was Gott uns schenkt, einzusetzen für ihn? Sind wir bereit, unser Wissen, unsere Zeit für ihn einzusetzen? Oder das gehört alles mir, das ist meins. Umso mehr Gott dich segnet, umso mehr hast du nicht das Recht, es gut gehen zu lassen, sondern was? Für andere zu verwenden. Wenn das Geschäft gut geht, wenn es heißen Eis ist, dann sollen wir es kalt werden lassen, oder? Da gibt es einen Volksspruch. Was ist, wenn es heißen Eis ist? Heißen heiß ist? Das Eisen heiß ist. So, jetzt haben wir es. Dann gehört es geschmiedet. Wenn es kalt ist, dann kann es lang drauf rumdroschen. Bringt nichts. Und so ist auch bei uns, Geschwister. Wenn Gott dir die Gelegenheit gibt, so wie diese Rahab, so wie Josua und Kaleb, so wie die Volk Israel, und das ist ja nur eine Geschichte von 100. Was soll man dann tun? Davonlaufen, oder? Mücke machen. Immer was Neues. Wenn Gott dir die Gelegenheit gibt, etwas zu machen und es nicht tust, was ist es dann? Sünde. Sind wir uns bewusst? Wenn Gott dir was Wissen schenkt und du es nicht machst, was ist es dann? Eine Sünde. Ich sage oft Geschwistern oder angehende Geschwister, du, merk dir eins, wenn du was weißt und eine Entscheidung dafür nicht triffst, dann könnte es für dich was ausgehen? Schlecht ausgehen. Weil wenn du auch gar nichts weißt, Bruder Farag, Amerikaner, der war in Simbabwe und hat uns eine Geschichte erzählt, Simbabwe, Afrika, in Waisendorf. Er hat einen Satz mir geprägt, den ich nicht vergesse. Dem geht es nicht gut, er ist bettlägerig. Aber als er in Rente ging von der Vereinigung mit 66, 70 Jahren, hat er folgendes gesagt, er kann nicht anders, als zu helfen. Er war in Simbabwe von der Gar-Konferenz eingesetzt. Und als er in Rente ging, könnte er doch zurück nach Amerika und lass sich doch gut gehen, oder? Hat doch lang genug geholfen. Er hat gesagt, er kann nicht anders. Also er hat ein Kinderdorf aufgebaut und sein Lebenswerk ist das Kinderdorf.
Und sind wir bereit, wenn Gott uns den Wink mit dem Zaunpfahl gibt? Das ist genauso wie im Sabbat. Müssen wir nachfragen, ob Sabbat der richtige Tag ist? Eine ganz pragmatische Frage. Sind wir noch wach? Adam und Eva haben welchen Tag gehalten? Sabbat. Komisch. Jesus hat welchen Tag gehalten? Sabbat. Auf der neuen Erde werden wir welchen Tag halten? Was eiern wir dann rum? Ich sage, der Glaube muss easy going sein. Ist das so die richtige Sprache der Jugend? Easy going Sprache, ja? Easy muss einfach sein. Das kann nicht kompliziert sein. Jesus ist uns was? Gestorben? Auferstanden? Und? Und danach? Auf was warten wir noch? Hurra! Wiederkunft! Er ist uns gestorben, auferstanden, Wiederkunft. Easy going, oder? Dann was eier mal lang rum. Glauben kann nicht kompliziert sein. Und da ich in der Schule auch zu tun habe, ist immer schön, wenn so ein Zwergerl da, ja, pst, Judah, ja. Tja, da. Ja. Schau her, hier ist der Onkel, ja, du, ja. Magst du, wenn der Papa dich immer so hochschmeißt und dich wieder fangt? Nein? Magst du fliegen? Als kleiner Zwerg hat man es mir nachgesagt. Wir haben so einen Holztisch gehabt, einen Stuhl, und dann bin ich mit der kleinen Gerd auf den Stuhl gekrabbelt, auf den Tisch. Und was hat er dann gemacht? Fast. In die Arme der Eltern bin ich gesprungen. Und es war so schön, bis sie den Stuhl weggezogen hatten, und dann konnte ich nicht mehr hoch. Hat es nicht gepasst. Aber als ich gesprungen bin, habe ich gesprungen, ohne zu fragen, ob sie eine Versicherung haben, ob eine Gummimatte da liegt, ob man schon einen Krankenwagen gerufen hat, weil man muss alles aufpassen, oder? Als Kind hat man einfach gemacht. Und genauso ist Glauben. Entweder du glaubst, oder lässt es. Was eierst denn lang rum? Auch die an die Evolution glauben müssen, glauben. Auch die an den Gegenspieler glauben müssen, glauben. Und unser Glauben ist lebendig. Und als Kind bin ich einfach den Eltern in die Hände gesprungen, in die Arme gesprungen, es war so schön. Ich habe nicht gefragt, ob alles passt, ob eine Gummimatte da liegt, ob sie eine Versicherung haben, ob der Krankenwagen gerufen ist. Nein, ich habe einfach gemacht. Und sind wir heute auch so unterwegs, ihr Jungs da hinten. Hier auch, ja, ja, da. Ja. Oder sind wir alle so kompliziert? Und genauso wenig kann der Glauben kompliziert sein, sondern einfach machen. Bin lieber froh, wenn einer meiner Gemeinde verkehrt Klavier spielt oder sich da vorne verspricht, dann lass ihn doch. Nächstes Mal macht es besser. Aber nicht lachen, bitte. Das tun wir nicht. Sondern lieber selber erstmal Klavier spielen, dann reden wir weiter. Und sind wir bereit, unsere Aufgabe, auf geht's, durchstarten durch Jesus zum Ziel. Und wenn einer meint, für wem hat es dauert schon zu lange von Jesus bis heute? Was hat damals Jesus gesagt? Kinder, wisst ihr das noch? Wo er gegen den Himmel gefahren ist, was hat er gesagt? Nochmal? Und was hat er noch gesagt dazu? Ich komme wieder? Gegen den Himmel gefahren sind, ja? Eine kleine Faust, Mannesfaust, wo? Im Norden, Süden, Westen, sondern wo? Im Osten geht's los. Und die wird dann so groß, eine Kumuluswolke, und dann sind Milliarden Engel drauf. Was für ein Sound. Wie muss denn der Herr wiederkommen? Wenn in der Fernsehen, in den Medien, in der Schule gesagt wird, der Herr, der Satan, ich würde schon Satan sagen, Jesus wäre wiedergekommen in der Wüste, ganz still und heimlich. Kann das stimmen? Nein? Er muss wie wiederkommen für alle? Sound hören. Sichtbar, hörbar und... Muss das sehen, es kann nicht geheim sein. Also wenn irgendeiner mal sagt zu euch, der liebe Jesus wäre gekommen in der Wüste Nevada, was ist es dann? Ein Fake. Sondern er muss für alle sichtbar hörbar sein. Also woher wissen wir das? Und wenn er wiederkommt, das Ziel der Ziele, dann ist endlich das Ganze vorbei. Aber wo steht es, dass beim Herrn ist 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre? 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Wichtig. Zuhören.
Also das nächste Mal haben wir schon die Bibel dabei, können wir ein bisschen lesen. Ah, könnt ihr hier vorlesen? Warum lest ihr das nicht vor? Was steht in 2. Petrus 3, Vers 8? Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie? So, wenn jetzt von Jesus bisher, wenn Jesus gesagt hat, er kommt gleich wieder, was heißt gleich? Wenn für den Herrn in Dimensionen, was sind Dimensionen? Kennen wir Dimensionen? Links, rechts, rauf, runter, vor, zurück, kennen wir das? Dreidimensionales, räumliches Denken. Und wenn der Herr in 10 Dimensionen lebt, in Strecke, im Alterswerden und sonstiges her, dann ist doch ganz anders. Und was ist es dann? Wenn 1000 Jahre wie ein Tag ist, wer ist Mathematiker? Dann war es bisher von Jesus bis heute wie lange? Hallo? 2 Tage. Und wenn die Mama sagt zum Sohnemann, der Papa kommt in 2 Tagen wieder, dann geht er gern ins Bettchen und schläft, dann freut er sich. Weil 2 Tage ist gar nichts. Was sind 2 Tage? Und wir regen uns auf, dass 2000 Jahre her ist. Ja, haben wir ein Problem im Kopf. Ja, um was geht's denn? Auf welche Brille schauen wir? Schauen wir immer die Brille unserer Freunde und Freundinnen, die alles nur, wie viele Followers wir haben, oder? Ist das wichtig? Habt ihr auch schon Followers? Ich weiß gar nicht, wo sowas einstellt, aber ich brauche es nicht. Sondern, Entschuldigung. Oder, man, geht's mal mit nach Afrika? In Simbabwe, wenn da die Kinder spielen mit so einem Stoffknäuel, zusammengebundenen Lumpen, oder eine alte Fahrradfelge mit dem Stecken, die lachen sogar noch. Also heute Jugendliche und Kinder zum Lachen bringen, was musst du denen schenken? Ein Streicheltier. Wisst ihr, was ein Streicheltier ist? Was ist denn das? Was? Ein Kuscheltier, ja. Aber es gibt auch die neumodischen Streicheltiere, da musst du mit dem Finger immer so rumstreicheln, da drauf, so rauf, runter, links, rechts. Was ist das? Ein Handy. Und die muss er heute streicheln, sonst geht es ja nicht. Da muss er irgendwas da rumfummeln, immer tippeln und streichen, rauf, runter, links, rechts, sonst geht es ja nicht. Also das neumodische Streicheltier. Wenn das nicht schenkst, dann bist du nicht mehr in. Aber was soll das sagen? Auf was schauen wir, Geschwister? Lassen wir uns mit hinwegziehen, mit der letzten Lüge, dass wir das Gesetz nicht mehr halten können. Ist heute schon mal gebracht worden. Das ist eine große Lüge. Wenn Jesus es vorgelebt hat, was macht man dann? Wenn du nachts mal hörst sowas, kennst du das? Hoffentlich nicht. Ein Arbeitskollege, nicht Adventist, geht jeden Tag aufs Grab und spricht mit seiner Mutter. Sie ist gestorben. Habe ich gesagt, hast du es nur? Er spricht mit dir und sie spricht mit ihm. Was ist das? Wie bitte? Spiritismus, die negativen Engel. Und wenn du sowas erlebst, dass deine Freundin irgendeinen komischen Film zeigen, Musik hören oder irgendwelches, wirst du irgendwann mal erleben müssen. Was machst du draus? Ja, das ist, Entschuldigung, keiner schaut es an, ich weiß schon. Aber ich sage es trotzdem so. Könntest du mal erzählen, was ihr wollt. War damals nicht anders. Und was machst du jetzt dann? Hinter wem können wir das Einzigste stellen? Und welchen Satz sollen wir sagen, wenn wir der Nacht sowas hören? In Jesu Namen, Satan, verschwinde. Punkt. Wir schaffen es nicht, wenn wir uns nicht hinter wen stellen? Hinter wem sollen wir uns stellen? Nur hinter Jesus. Und der kann eins uns helfen, gegen diese Gewalt anzustehen. Meine Muskelkraft, mein Wissen, mein Geld, vergiss es. Der ist schlauer als du und ich. Ist der nicht auch schon 6000 Jahre alt geworden, der Satan? Mindestens. Aber ich meine nur die Weltgeschichte. Also weiß er doch, um was es geht. Und meinst du, dass wir das schaffen, dagegen anzustehen? Nur wenn wir hinter Jesus gehen und sagen, Jesu Namen, Satan, verschwinde. Und in welchem Zeitgeschehen sollen wir leben? All das, was wir die letzten 3 Jahre, die letzten 30 Jahre, die letzten 60 Jahre, die letzten 10 Jahre erlebt haben, was soll das uns bewirken? Hilft uns das, dem Herrn nachzufolgen oder hilft uns es, der Welt nachzuäffen? Es gibt nur 2 Richtungen. Es gibt nichts anderes. Wisst ihr, wo ich das weiß? Jungs, der ältere Herr hier schon, ja, erwachsen. Hast du irgendwas Fahrbares zu Hause? Was hast du?
Hast du ein Mofa? Hättest du gerne ein Mofa? Auto vom Papa. Ist ja nur besser. Hast du schon mal die Motorhaube aufgemacht? Ich hoffe, hat er noch einen Motor drin, nicht irgendwas so komisches Kisten da so. Aber was ist auf der Batterie? Gibt es da 3 Pole oder wie viele Pole gibt es da? 2. Und die heißen? So, gibt es auch einen Gott, dann gibt es auch einen? Satan. Wenn es links ist, gibt es auch rechts. Wenn es hoch, auch runter. Und so ist keine Batterie. Da gibt es keinen dritten Pol nicht. Und wenn du mal was nicht machen solltest hier, guck. Wenn du mal auf die Batterie einen Zündschlüssel legst, was passiert dann? Das machst du lieber nicht. Entweder macht die Batterie bumm, oder der Zündschlüssel fliegt weg. Und wenn kein Strom mehr drin ist, dann ist es wurscht. Aber versteht, das passt nicht zusammen. Also im Leben müssen wir immer irgendwann, und spätestens wann ist entschieden, ob wir dabei sind oder nicht. Wann steht unsere Wählung fest? Wann? Adventistischer Glaube? Wann steht fest, ob wir dabei sind oder nicht? Hallo, guck. Bei der Versiegelung, richtig. Wer fernhin gut ist, ist fernhin gut. Wer fernhin böse ist, ist fernhin. Kennen wir das überhaupt noch? Heiligtumslehre, Geschwister. Ein Standbein unseres adventistischen Glauben. Wisst ihr, warum ihr eigentlich den Druck, die Ungerechtigkeit... Vor kurzem hat mich ein Fliesenleger gefragt in Hohenstein-Ernsttal. War ich dort, den kenne ich schon seit 96. Sagt, du hast am Glauben was zu tun. Er sagt, ja. Wie kann es sein, dass Gott so viele Kinder umkommen lässt in der Ukraine? Wie kann es sein, dass im Jahr 8 Millionen Kinder verschwinden auf der Welt? Kinderhandel blüht seinesgleichen. Als Ersatzteillager, als Opfer und so weiter, wollen wir gar nicht weiterreden. Grausam genug. Wie kann das sein? Wie kann es einen Gott geben, der zulässt solche Grausamkeiten? Was sagst du denn dazu? Was sagst du, wenn deine Schulkameradinnen und Schulkameraden sagen, du bist doch Adventistenkind, was machst du denn dann? Habt ihr einmal gehört, dass jemand gesagt hat, warum Satan wieder zugeschlagen hat? Wenn einer was sagt, dann sagt er immer, du mit deinem Glauben, warum lässt Gott das zu? Gestern habe ich ein Telefonat gehabt mit jemandem, die sagt, immer wenn es der Person schlecht geht, dann gibt es keinen Gott und wenn es ihr gut geht, dann gibt es einen Gott. Habe ich gesagt, was ist denn das für Glauben? Immer wenn sie Stress hat, wenn sie Probleme hat, dann ist Gott liebt sie nicht, Gott mag sie nicht, es gibt keinen Gott nicht. Kennen wir das? Aber wenn sie dann wieder Erfolg hat und es geht gut, ja, es gibt Gott und wir wollen nachfolgen und sonstiges. Ich sage ihm, Frau, das geht so nicht. Das geht so nicht. Es kann nicht sein, dass wir das Gute nur nehmen und das Schlechte nicht anschauen. Sondern was ist es denn? Wenn ich nicht wüsste, und da kommt die Heiligtumslehre, bei dem Versöhnungstag, wisst ihr noch, was Versöhnungstag war im Alten Testament? Einmal Yom Kippur. Was ist da passiert? Da gab es 2 Tiere. Einen, der von Herrn geopfert worden ist, und der andere wurde was? In die Wüste geschickt. Der Bock Asassel, warum? Was war das symbolisch? Wenn man das versteht, dann hat das Ganze einen Sinn. Dann bekommt das Alte Testament eine Wärme. Dann bekommt es einen Dreif, Leute. Warum wurde einmal im Jahr der Bock in die Wüste geschickt? Der kam jämmerlich, blind und bloß um. Verhungert, verdurstet und so weiter. Warum? Was soll das sein? Bitte? Sag's ruhig. Traut er was? Komm. Ja. Die Last der ganzen Menschheit bekommt Satan. Und so war damals auch die Last des Volkes, bekam dieses Tier auferlegt und wurde in die Wüste gegangen, kam blind, kam um. Hat es einen Sinn dann gehabt? Wenn ich weiß, dass es funktioniert, dann kann ich doch mit Schwierigkeiten viel besser umgehen. Dann kann ich doch mit diesen Grausamkeiten in der Welt, Bilder, wo ihr bitte nicht anschauen sollt. Weil wie lange bleiben schlechte Bilder im Kopf? Bis zu 30 Jahre. Mehr sogar zum Teil. Schockbilder bleiben da drin hängen. Und wenn du so schlechte Filme anschaust, das macht es ja nicht. Und keine schlechte Musik hört und kein Blödsinn. Aber wenn man es macht, dann kann ich euch sagen, bleibt es sehr lange haften. Und wenn ich weiß, dass Satan die ganze Last 1000 Jahre gebunden und am Ende die ganze Last der Menschheit bekommt, ist das nicht ein Halt?
Wenn du ungerecht behandelt wirst von der Familie, von den Eltern, wenn die Kinder ungerecht dich behandeln, wenn du bestohlen, wenn du gemobbt, wenn du gesundheitlich, wenn du was hast, was du nicht ertragen kannst. Ich denke, jeder trägt etwas mit sich, ich auch, wo du sagst, das hätte ich lieber nicht erlebt. Haben wir Dinge gemacht, die wir nicht haben wollten? Hast du Dinge mal erlebt, die so richtig unter die Haut gehen? Wie wichtig ist dann zu wissen, dass Satan die Last der Menschheit kriegt. Und damit kannst du viel eher wieder schlafen, viel eher wieder vorangehen, viel eher wieder glauben. Und in Offenbarung Kapitel 14, Offenbarung Kapitel 14 können wir sehen, im Vers 7, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und die Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wen sollen wir anbeten? Unser Handy? Wenn jetzt euer Handy weg wäre, was wäre dann? Wisst ihr, ich habe extra heute kein Handy dabei. Ich konnte keine Fotos machen heute früh. Hätte gerne welche gemacht. Aber ich lasse bewusst meine Spielzeuge im Auto. Kann sein, dass Sabbat handyfreier Tag ist? Doch, für mich schon. Wenn die ganze Woche, jeden Tag, teilweise 300-400 Gespräche hast und mehr, dann bist du froh, wenn du dieses Teil mal nicht haben musst. Wenn du mit Handy leben musst und Kunden und Mitarbeiter und alles so piep, piep, piep im Minutentag hast, dann bist du froh, wenn du mal das Teil nicht hast. Und auf was schauen wir? Wenn uns heute Glauben Halt gibt, wenn uns heute diese Ausrichtung bewusst ist, dass wir wissen, dass die Stunde des Gerichts da ist. Und da will ich nochmal drauf treffen, zu der Frage vorher. Einmal haben wir die Versiegelung und das zweite ist, wann ist unser Leben entschieden? Wenn wir 1,80 Meter tiefer liegen. Wenn du gestorben bist, dann ist dein Leben entschieden. Man kann nicht nachher nachhelfen. Dieser irrwitzige Glauben, dass du mit Geld hinterher den Leuten da helfen kannst. Was ist denn das für ein Schmarrn? Mit Messe lesen. Dann wären doch die Reichen gut dran, oder? Dann kann man anstellen, was will. Wenn man viel Geld hat, dann kommen wir wieder wo raus? Dann kommen wir in den Himmel, oder? Mit viel Geld. In Bayern gibt es so eine Geschichte, da kennst du so einen alten Mercedes noch, so Dieselrösser. Und da fahren zwei Landwirte auf eine Kieskreuzung zu und alle fahren so, bom, 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 so dahin. Ja? Und keiner schaut links und keiner schaut rechts. Wo treffen sich die beiden? Zwei so ganz sture, so, weißt du, so richtig sture Büffel. Und die schauen nicht links, rechts. Ich fahre hier und ich habe hier zu fahren. Das ist mein Weg und es ist so, bumm. Kennen wir das so? Und wo treffen sich die beiden? Genau in der Kreuzung, du hast recht gehabt. Weil keiner bereit war, mal links zu schauen auf die Bremse, und ich bin der, der ich fahre da und das ist so. Kennen wir das? Und was bringt das im Leben? Und bumm hat es gemacht. Mitten auf der Feldkreuzung. Ausgestiegen und dann ging es gebläre los. Wer ist schuld? Immer der andere. Nie derjenige, der selber sagt, ich halt mal an, ich lasse den anderen vor, ich bin bereit, einmal den anderen lieber vorbeizulassen. Ich bin gestern gefahren auf einer dreispurigen Autobahn, fahre so knapp rechts zwischen so einem Sprinter, rechts davon, habe nicht überholt und auf einmal kommt der rechts rüber. Zum Glück gab es dann Standstreifen. Und bis der gemerkt hat, dass ich auf seiner Höhe bin rechts und wieder links gezogen ist, wäre nochmal was passiert? Wer hat es geführt? Ich bin rechts auf dem Standstreifen, habe gehupt, dann hat er Schreck wieder links und dann ist nichts passiert. Aber wie schnell passiert heute was? Nur weil man nicht genau schaut, nur weil man nicht aufpasst. Hätte ich nicht reagiert, hätte es gemacht, ist einem so. Und genau ist unser Leben. Schauen wir doch auf die Fehler des anderen, um nicht selber in die Gefahr zu bekommen. Wenn du im Verkehr unterwegs bist, musst du immer denken, dass der andere Fehler macht. Wenn ich nur recht habe und fahre auf der linken Spur und fahre dahin, muss mir nicht wundern, wenn rechts mich einer überholt.
Also einfach besser, man fährt rechts. Und genauso unser Leben ist es. Und diese Geschichte von Jericho und Kaleb und Josua soll uns helfen, treu zu bleiben, auf das Wesentliche zu schauen und jetzt es ernst zu machen. Aus dem, was wir heute alles gehört haben, alles richtig. Aber wie wendest du es in der Schule an? Wie wendest du es im Alltag an? In der Arbeit? Im Altersdasein? Wie machen wir das? Wie setze ich es um bei dem, was ich weiß? Wenn ich heute nach Hause fahre, was mache ich morgen? Bin ich bereit? Sehne ich mich auf die neue Erde? Ist der Druck hier so groß? Meine Frauen sagen immer ein bisschen was, naja, die haben immer einen siebten Sinn, sage ich. Es ist immer ein bisschen gefährlich. Er sagt immer, hätte ich den Druck der Behörden und Banken nicht, würde ich übermütig werden. Ein gewisses Maß stimmt es sogar. Wenn du einen Druck hast, bist du viel eher bereit, auf die Knie zu gehen, als wenn du so dahin fliegst. Wenn du ein bisschen Stress hast, hilft es dazu was? Andacht zu machen. Wenn es hilft, einfach Bodenhaftung nicht zu verlieren. Wenn du Erfolg hast und das Geld und die Followers bei den Jugendlichen laufen nur so und alles klappt so schön, das Auto brummt, ja, was ist dann? Wo ist dann der Glaube? Manchmal ist ein gewisser Druck gar nicht so verkehrt. Weil wenn die Prüfung, die Fahrschulprüfung, die Prüfung, um was zu erreichen, da ist, komisch, dann kann man schon beten, oder? Wenn der Arzt sagt, du hast Krebs, was machen wir dann? Dann kannst du entweder den Glauben wegschmeißen und sagen, ich mag nicht mehr, oder du sagst, jetzt gehe ich erst recht zu Gott. Wenn Eheprobleme, wenn Kinderprobleme da sind, wenn dein Kind sagt, Pfirti, Wiedersehen, so, Pfirti, kennst du Pfirti? So, tschüss. Ich sage, tschüss. So, das tut nicht schön, oder? Dann kannst du entweder beten oder narrisch werden. Wir gehen mit Dingen um, die wir nicht ertragen. Wir gehen mit Dingen um, die nicht schön sind. Wenn Jesus dein persönlicher Partner wird, mal zuhören bitte. Wenn Jesus dein persönlicher Partner wird und ist, dann kann dich deine Familie, dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, Jugendliche, gar nicht mehr kratzen. Weißt du warum? Weil du hast jemanden, mit dem du lebst. Wenn Jesus dein persönlicher Partner ist, mit dem du reden kannst, mit dem du liest und es wird warm, es wird so ein Gefühl, kennst du das so, wenn du ein positives Gefühl hast, wenn dich sehnst danach, dann kann doch dich alles andere nicht mehr kratzen. Und dann kommt man so weit, um zu sagen, wenn es in der Welt richtig scheppert, was ist scheppert? Wenn es richtig knallt in der Welt, dann ist doch schön, oder? Wisst ihr warum? Lass doch richtig pfeffern, warum? Umso eher kommt der Herr wieder. Wenn wir uns auf die neue Erde wünschen, ja gut, man will vorher nur heiraten, einen guten Job haben, ein Haus haben, ein Auto haben, das brauchen wir vorher. Und dann darf erst Jesus wiederkommen, oder? Aber wenn es so richtig scheppert, so wie die letzten 3 Jahre und jetzt momentan, so ein Quatsch. Also ich kenne kaum jemanden, der das Ganze für gut heißt. Und ich kenne mehr als 3000 Leute. Und die meisten haben keinen Halt. Wenn Jesus nicht unser Halt ist, wie wollen wir dann die Zeit, die vor uns steht, überstehen? Wenn wir jetzt nicht aus dem, was war, eine Ausbildungsstätte haben, das, was die letzten 3 Jahre war, ist das eine Ausbildung oder was ist das? Viel Käse, gebe ich euch schon recht. Aber wisst ihr, wie schön es war auf dem Mittleren Ring? 8 Uhr Raschauer, 17 Uhr Raschauer mit 80 fahren. Das war eine schöne Zeit. Keine Autos da, freier Weg. Also ich habe nie ein Problem gehabt. Nie eine Kelle gehabt, die mir rausgeholt hat. Durfte Tag und Nacht fahren, ohne Problem. War eine schöne Zeit. Nehme ich es jetzt positiv oder nervt es mich? Ich war nie eingesperrt. War immer frei. Handwerker durften immer fahren. Und war eine schöne Zeit. Nehme ich es positiv oder nervt es mich? Und wisst ihr eins, wenn das nächste auftritt, was bestimmt wieder kommen wird, mit dem Finanzgeld, mit Atommeiler sprengen, mit was alles kommt, hilft uns das, zur neuen Erde
oder schmeißen wir es hin? Hat die Tat dieser Hure Rahab geholfen, dass sie im Glauben festhält? Und war es eine Lebenserfahrung? Oder war das nur lästig, dass sie die Israeliter versteckt hat? Ganz praktische Frage. War die Erfahrung von der Schwester Hasel im Zweiten Weltkrieg keine schöne Zeit? Wünsche ich niemand, wenn so große Lackel vor einem stehen und sagen, haben sie jemand versteckt oder nicht. Sondern was ist es dann? Wie sehen wir das? Und all das, was passiert ist in den letzten 10, 20, 30 Jahren, hat es dir geholfen, zum Glauben zu führen oder vom Glauben wegzukommen? Ganz pragmatische Frage. Alles, was du erlebt hast, auch in der jungen Zeit, in der Schule, in der Ausbildung, hilft uns das, am Glauben festzuhalten, in die Gemeinde zu gehen, zu glauben, Andacht zu machen, zu leben, zu helfen, oder habe ich deswegen alles hingeschmissen? Wenn du Ungerechtigkeit in der Ehe, in der Familie, im Geld, in der Arbeit, Mobbing, in der Gemeinde, egal wo erlebst, hilft dir das, in der Gemeinde festzuhalten am Glauben oder schmeißt den Glauben hin? Es gibt nur zwei Richtungen. Was hat die Batterie? Zwei Pole, Plus und Minus. Und am Ende ist es genauso. Nimm es an oder lass es. Und deswegen, Geschwister, aus dem alles, was wir hören, lasst uns zum Herrn gehen und die Lebensschule, ja, Herr, komme bald, anzunehmen, dass er uns verändern kann, dass er wiederkommen kann. Gott mit uns auf dieser Reise, bis wir uns wiedersehen, möge es auf der neuen Erde sein. Amen. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt, aber hier sieh, ich komme bald, und, aber ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aus dem österreichischen Liederbuch 188. So was nicht, ansonsten nehmen wir eins her. Musiker, wer kann spielen? Was für ein Lied hören wir, bevor wir dann noch beten? Ein Glaubenslied. Wunderbar, 554. 554. Werner, danke dir. Weil man so schön in der Jugend gesungen hat. 554, 554. Wenn er schallt, eins die Posaune, alle vier Strophen, und wir stehen dazu auf. Fünf, fünf, vier. Vater im Himmel, zu deinem Sohn dürfen wir jetzt wiederkommen und Dank sagen. Dank sagen zu wissen, was war, was man dann abgeht und was auf uns zukommt. Herr, nimm uns deiner Vaterhand und führe uns da, wo du uns hingestellt hast. Also nicht aufgeben, so wie die Entchengeschichte. Bis zur letzten Person warten wir und du wartest auf uns. Herr, mach uns bewusst, dass wir aufstehen, dass wir vorangehen. Da, wo du uns hingestellt hast, dass Mission unser Lebenselixier ist. Dass wir Zeugnis ablegen von dem, was wir wissen, was du uns zeigst, von jeder Erfahrung, dass wir bereit sind, überhaupt noch Erfahrungen zu machen. Herr, schüttle und rüttle uns, dass wir aufwachen. Mach uns bereit, voranzugehen und dass wir nie aufgeben, bis bei dir ankommen, ob klein oder groß, ob jung oder alt. Herr, führe du es. Danke für die Gelegenheit, zusammen zu sein. Herr, schweiß uns zusammen. Du weißt, wer heute alles uns besucht hat. Wie viele Geschwister, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Herr, führe du es, dass wir alle mal bei dir vereint sein dürfen. Alles andere, ob Wissen, ob die Zeit, ob das Geld, ist alles so vergänglich. Aber Gemeinschaft mit dir zu haben, bei dir auf der neuen Erde von Ewigkeit zu Ewigkeit sein, das ist es wert. Herr, zeig uns, wo wir helfen. Zeig uns, wo wir unsere Zeit, unser Wissen, unsere Mittel einsetzen, dass dein Name groß geschrieben wird, dass du wiederkommen kannst, dass dein starker Arm wirken kann. Du weißt in der Schule in München, du weißt, hat jeder Anliegen. Und so bitten wir dich, dass du es führst. So hat jeder persönliche Dinge, die man gar nicht sagen kann. Aber Herr, wir legen es dir auf dem Altar, dass du es führst, dass du uns bewusst machst. Mag die Sünde noch so blutrot sein, du hast die Sünde, aber liebst den Sünder. Herr, mach uns bewusst, aufs Neue ernst zu machen. Ob es Dinge der Befriedigung sind, ob es Trinken, Essen, Schokolade ist, ob es Befriedigung ist, Herr, nimm du es und führe es. Dass wir es ablegen, dass wir dir nachfolgen, dass Geld nicht und Autos und Häuser nicht der Mammon ist, dass wir unser Herz nicht dran hängen. Danke, dass wir schön wohnen dürfen, dass du uns Auto gibst, das funktioniert, dass wir Arbeit haben dürfen, dass wir
vorangehen können. Aber Herr, lehre es uns zu beten. Lehre es uns, auch mit Widrigkeiten zurechtzukommen. Lehre es uns, auf dich zu schauen. Mal kommen, was will. So führe es und lenke es, bis wir uns wiedersehen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke für die Zeit und für die Gemeinschaft.